Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir stehen vor der größten Herausforderung seit dem Mauerfall, aber auch diese Herausforderung lässt sich meistern, wenn wir ohne Hektik, ohne Pauschalisierungen, Diskriminierung und Kriminalisierung der Schutzsuchenden eine humane Asyl- und Flüchtlingspolitik im Sinne unseres Grundgesetzes umsetzen. Dazu gehört auch, mit der hilflosen und wirkungslosen Abschottungspolitik Schluss zu machen. Von der Großen Koalition im Bund kommen ja wieder neue haarsträubende Vorschläge, weshalb wir schon jetzt den Senat auffordern, weitere Einschränkungen des Asylrechts im Bundesrat abzulehnen. Unser heutiges Thema ist der gemeinsame Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke, der auf eine ganz besonders irrsinnige und kriminalisierende Praxis bei der Aufnahme von Flüchtlingen abzielt. Zurzeit läuft in Berlin ein bürokratischer Unfug ersten Grades ab. Aufgrund der eingeschränkten Öffnungszeiten der zentralen Aufnahmeeinrichtung stellen viele Flüchtlinge ihren Asylantrag bei einer Polizeidienststelle oder die Polizei kommt selbst in die Notunterkünfte. Gegen Flüchtlinge, die ohne Visum oder erforderlichen Aufenthaltstitel eingereist sind, werden dann Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise oder illegal im Aufenthaltsstatus eingeleitet. Dieses Verfahren werden später fast ausnahmslos von der Staatsanwaltschaft eingestellt. So etwas an Bürokratismus hätten sich nicht einmal Aziz Nesin oder Ephraim Kishon vorstellen können. Anstatt den Menschen nach einer langen und gefährlichen Flucht eine ordentliche Unterkunft und medizinische Versorgung zukommen zu lassen, werden sie wie Kriminelle behandelt. Das ist Irrsinn und das kann nicht sein, meine Damen und Herren. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft, die ohnehin mit ihren originären Aufgaben stark überlastet sind, müssen hier einen weiteren unnötigen bürokratischen Aufwand betreiben und das für nichts. Selbst die Beschäftigten der Polizei und die zuständigen Gewerkschaften haben diese Praxis als völlig sinnlos kritisiert. Das ist auch nicht verwunderlich. Außerdem, was ist eigentlich mit internationalem Recht, an das auch Berlin gebunden ist? Die Genfer Flüchtlingskonvention verbietet, die unrechtmäßige Einreise von Flüchtlingen zu bestrafen. So ist die Flucht als Rechtfertigungsgrund zu interpretieren, der einen Straftatbestand der unerlaubten Einreise von vornherein ausschließt. Wenn jetzt gleich die Redner der Koalition darauf hinweisen, dass der Senat das ja auch so sieht und das abstellen will, dann frage ich, warum haben Sie das denn nicht schon längst gemacht? Warum müssten dann erst Tausende angezeigt werden? Warum musste die Opposition erst aufschreien, damit der Senat handelt? Wir machen in unserem Antrag die richtigen Vorschläge. Es ist dringend notwendig, einen 24-Stunden-Dienst in der zentralen Aufnahmeeinrichtung des Landes für Berlin für Asylbewerber sicherzustellen, wie dies beispielsweise in Hamburg auch der Fall ist. Und der Senat muss die Polizei anweisen, gegen Flüchtlinge kein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise oder unerlaubten Aufenthalts mehr einzuleiten und keine erkennungsdienstliche Behandlung durchzuführen. Wir sollten in Berlin, wo die überwiegende Mehrheit große Solidarität
mit den Flüchtlingen zeigt, auch die Politik entsprechend gestalten. Man kann nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, Willkommenskultur predigen und dann mit einer solchen Praxis Kriminalisierung und Ausgrenzung betreiben. Ich hoffe, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, dass Sie unseren Antrag unterstützen, damit schnellstens Schluss ist mit diesem Irrsinn. Herzlichen Dank.